40 und jetzt erinnern wir an einen großen Ironiker, auch einen Widerständler, einer, zu dem man wirklich sagen kann, ein sehr unangepasster Schriftsteller zu DDR-Zeiten, Jurek Becker. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Der MDR Kultur Stichtag. Als Kind hat er das Ghetto überlebt, ging dann in die DDR mit seiner Familie und vor allem ein Mann der wirklich tollen, beeindruckenden Bücher. Jakob der Lügner natürlich, der große, vielleicht der zentrale Roman seines Lebens, als einziger DEFA-Film übrigens für den Oscar nominiert. Und später dann, nachdem Jurek Becker die DDR verlassen hat, wurde er zu einem sehr gefragten Drehbuchautor, unter anderem für Liebling Kreuzberg. Heute vor 25 Jahren starb Jurek Becker. 5 Wochen vor seinem Tod im Februar 1997 gab Jurek Becker noch ein langes Interview. Befragt zu seiner Krebserkrankung, von der er schon schwer gezeichnet war, sagte er: Ich glaube, dass ich mich noch nie übertrieben wichtig genommen habe. Ich habe nie geglaubt, dass es ohne mich nicht weitergeht. Meine grundlegende Stimmung ist: Mein Gott, mach nicht so viel Theater. Jurek Becker, Sohn jüdischer Eltern, ist im Ghetto von Lodz aufgewachsen. Zur Welt gekommen ist er wahrscheinlich am 30. September 1937. Dieses Geburtsdatum hatte sich sein Vater Max ausgedacht, weil er Jurek vor den Gaskammern in Auschwitz bewahren wollte. Weil ältere Kinder als arbeitsfähig eingestuft wurden und so eine etwas größere Überlebenschance hatten. Jurek hat den Holocaust überlebt. Seine Mutter, mit der er zusammen ins KZ Ravensbrück und Sachsenhausen deportiert worden war, starb kurz nach der Befreiung. Und Max Becker fand seinen Sohn auch erst mit Hilfe einer Suchorganisation 1945 wieder. Die Erlebnisse aus den Lagern hat Becker in seinem ersten und erfolgreichsten Roman Jakob der Lügner verarbeitet. 1974 von der DEFA verfilmt. Jurek Becker arbeitete seit den 60er Jahren für die volkseigene Deutsche Film AG der DDR als Drehbuchautor. Zuvor hatte er sein Philosophiestudium in Ostberlin wegen wiederholter disziplinarischer Verstöße nach ein paar Semestern abbrechen müssen. 1976 fiel er bei der SED dann endgültig in Ungnade, weil er den Protestbrief gegen die Ausbürgerung von Liedermacher Wolf Biermann mitinitiiert hatte. Die Folge: Beckers Bücher wurden nicht mehr verlegt. Er verließ die DDR mit einem Visum für Westdeutschland. Hier konnte er weitere Romane veröffentlichen. Und Becker schrieb auch wieder fürs Fernsehen. Zum Beispiel die Serie Liebling Kreuzberg mit Manfred Krug als Kreuzberger Rechtsanwalt Robert Liebling, der gerne zu unkonventionellen Methoden greift, um seinen Klienten zu helfen. Ja, hier ist Liebling. Was wollen Sie von mir? Schauen Sie mich an. Sehe ich aus wie jemand, der zu wenig isst? Das ist doch eine gute Nachricht. Das Besondere an dem Autor Jurek Becker ist, dass er geistreiche Dialoge schreiben kann, die sich lohnen, auswendig gelernt zu werden. Dass er einen besonderen, drolligen Humor hat. Alles das sind genug Vorzüge. Heute vor 25 Jahren, am 14. März 1997, ist Jurek Becker, der Schriftsteller und Drehbuchautor mit dem drolligen Humor, gestorben.